Herzlich willkommen bei Klavierlernen mit Melanie. In diesem Tutorial zeige ich dir vier verschiedene 6/8-Rhythmen für schöne Klavierballaden. Vielleicht ist dir auch schon einmal ein Stück im 6/8-Takt begegnet und du wusstest gar nicht so richtig, was du genau dazu spielen sollst. Oder du möchtest beim Improvisieren oder Komponieren einfach mal eine andere Taktart verwenden als immer nur den 4/4-Takt. Hier kommen vier Rhythmen, die du bei einem 6/8-Takt spielen kannst. Wir verwenden für die Beispiele die Akkordfolge A-Moll, F-Dur, G-Dur und E-Moll. Beim ersten Rhythmus spielen wir links einfach immer den Grundton im Bass und in der rechten Hand spielen wir ein Arpeggio, nämlich einmal aufwärts und wieder zurück. Also beim A-Moll-Akkord einmal hoch und wieder zurück. Ja, und wenn wir das jetzt im 6/8-Takt spielen, dann klingt das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Also, und das können wir jetzt natürlich auch auf die anderen Akkorde übertragen. Also, machen wir gleich mal die ganze Akkordfolge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A-Moll, F-Dur, G-Dur und E-Moll. Das Ganze können wir jetzt auch mit Umkehrungen greifen. Und zwar spielen wir A-Moll in der Grundstellung, dann den F-Dur-Akkord in der ersten Umkehrung, beim G-Dur-Akkord gehen wir wieder in die Grundstellung und beim E-Moll-Akkord in die erste Umkehrung. Also man kann sich es eigentlich ganz gut merken. Grundstellung, erste Umkehrung, Grundstellung, erste Umkehrung. Wenn wir das jetzt wieder mit unseren Arpeggios spielen, klingt das folgendermaßen. Kommen wir zu Rhythmus Nummer 2. Hier spielen wir insgesamt immer vier Töne in der rechten Hand. Beim A-Moll-Akkord oktavieren wir den Grundton einfach nochmal, sodass wir diese vier Töne hier haben. Und mit diesen vier Tönen können wir dann immer nach oben und wieder nach unten gehen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wenn wir von diesem Griff jetzt zum F-Dur-Akkord kommen möchten, dann müssen wir nur einen Ton verändern, und zwar hier einfach mit dem Ringfinger auf das F. Jetzt greifen wir über zum G-Dur-Akkord in der Grundstellung und auch hier oktavieren wir wieder den Grundton und spielen ihn auch hier oben. Jetzt den E-Moll-Akkord zu erhalten, müssen wir einfach wieder nur mit dem Ringfinger das E spielen, anstatt hier das D. Machen wir das Ganze nochmal nur mit der rechten Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dazu spielen wir jetzt noch entweder nur den Grundton oder die Oktaven im Bass. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4.
und wenn man das ein bisschen schneller spielt, dann klingt das schon richtig episch. Der dritte Rhythmus ist ganz ähnlich wie ein Walzer. Wir spielen unten einmal den Grundton und oben den Akkord zweimal. Also 1, 2, 3 und natürlich dann gleich nochmal, um wieder den 6 Achtel zu erhalten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und wenn wir das mit der gesamten Akkordfolge machen, dann klingt das auch ganz schön. Dadurch bekommt man dann auch so ein richtig beschwingtes Feeling. Kommen wir zum letzten Rhythmus, Rhythmus Nummer 4. Hier spielen wir einfach in der rechten Hand den Akkord 6-mal hintereinander an und im Bass spielen wir die Oktaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und ihr hört schon, ich habe immer einen Akzent auf der 1 und auf der 4. Ja, dass man die einfach so ein bisschen betont. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was man jetzt mit diesem Rhythmus auch machen kann, und zwar, wir lassen einfach immer den Akkord auf der 1 weg. Das klingt dann so, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da könnt ihr einfach auswählen, je nachdem, was besser im Kontext passt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch diesen Kanal, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Hier findest du noch eine Playlist zu weiteren tollen Videos zum Thema Rhythmik am Klavier. Schau doch da unbedingt mal rein und wir sehen uns das nächste Mal wieder.